Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniRollP und ich begrüße euch zurück. Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Max. In der letzten Folge haben wir den Zwergenwald abgeschlossen und jetzt machen wir uns auf zum verwunschenen Reich. Wir haben Schneewittchen gerettet. Also irgendwie haben wir nicht viel gemacht. Wir haben nur dem Prinzen gesagt, dass die am Pennen ist und der hat die geküsst und jetzt ist sie wieder wach und alle sind froh und ja. Wir müssen auf jeden Fall jetzt zum verwunschenen Reich. Als letzte Welt, die uns hier noch gerade bleibt. Und ich glaube, hier sind auch noch Schätze, oder? Land des Aufbruchs. Gehen wir mal da hin. Die Welt besuchen. Weil ich habe da irgendwie eine Schatzliste. Diese Welt hier aufgezeichnet bekommen. Und macht ja irgendwie Sinn. Weil mit Ventus können wir ja nicht da zurückgehen, weil er ist ja von dieser Welt irgendwie weggerannt. Und deswegen macht es Sinn, dass wir mit Aqua hier eigentlich zurückkehren können. Und mit Ventus nicht. So, ja, tun wir mal, glaube ich, hier 4 Schätze oder so einsammeln, sind hier, glaube ich. Ja, ich glaube, 4 Schätze sind hier irgendwo am Rumeiern. Die sammeln wir mal kurz schnell ein und dann gehen wir zum verwunschenen Reich. Und ja, falls euch übrigens der Part gefällt, könnt ihr einen Like oder einen Kommentar hinterlassen. Oder ein Abo, wenn ihr bei dem Projekt auf den Laufenden bleiben wollt. Es kommt nämlich täglich hier, außer sonntags, immer auf diesem Kanal. Und ja, das wäre toll von euch. Gut, das waren jetzt 3, ne? Jetzt ja eigentlich gleich schon weg, ja. Hier. Gut, haben jetzt nicht so viele geile Sachen bekommen. Vorgarten, ich glaube, von da kam, oder? Da ist das da, wo wir ganz, ganz am Anfang mit Ventus waren. Ja, hier ist das. Wir haben ja einen Mori-Shop. Und hier ist ein... Oh, das ist auch perfekt. Kann ich irgendwas kaufen hier so? Eisrad kann ich kaufen, weil ich das hergestellt habe vorhin. Gut, dann können wir von hier aus abhauen. Passiert irgendwas? Ich habe ich am Ende vergesse, weil später hier hinzukommen ist ein bisschen schwierig. So ganz am Ende nach der Story. Zwinker, zwinker. Gut. Ja, jetzt machen wir uns auf zum verwunschenen Reich. Bams. Ah, schön. Ist, glaube ich, auch nicht so, obwohl, weiß ich jetzt nicht. Ist die Welt lang? Bin mir nicht sicher, mit Ventus war sie ein bisschen lang. Ah ja, wir müssen ja Ventus treffen, genau. What's that? I think I'd better go take a look inside. Ja, das muss da gewesen sein, als Ventus Auroras Herz wieder zurückgeholt hat. Also müsste jetzt Ventus, glaube ich, gegen Malefiz kämpfen. Zu diesem Zeitpunkt. So fügt sich alles zusammen. Okay. Willst du erst Schlösser schauen? Dann gucken wir erst nach Schlössern. Da haben wir jetzt ein geiles neues Schwert, das mehr Angriffskraft und genauso viel Magie hat wie die anderen Dinger. Merkwürdig. Ich meine, die Schwerter von Ventus waren alle schwächer als diese Zwergendingen. Mal schauen. Wartbar müssen wir sowieso mehr so auf Magie gucken, anstatt auf Angriffskraft. Im Gegensatz zu Ventus. Und auch zu Terra eigentlich. Aber bei ihr ist ein bisschen anderes Gameplay gefragt. Oh, what? Da bin ich schon so fast tot gewesen, hallo? Alter! Okay, ich habe offscreen nicht trainiert, sollte ich vielleicht mal sagen. Aber trotzdem, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich so auf das. Okay, mit einem Magieangriff sind die natürlich weg. Aber trotzdem. Also man kann ich auch ihre Dinger zurückschießen. Sollst mal schießen, verdammt. So, Feuer. Wir sind Feuer. Ja.
heilen. Barriereschutz komme ich glaube nicht da oben hin, ne? Das hat. Aber wir müssen nicht wieder durch das blöde Labyrinth gehen. Boah. Wie viele Erfahrungspunkte? Ich achte irgendwie gar nicht drauf. Ich glaube nicht. Au. Ich stehe die ganze Zeit vor euch und ihr schießt dich, ne? Aber kaum tue ich mal meinen Rücken zu euch wenden. Das hat. Boah. Neues Vita ausgezeichnet. Neues Alex. Gut. Müssen wir, glaube ich, Malefiz treffen? Diesen Raum in der Mitte. There's no way Tara would hurt somebody like that. You don't believe me? That's unfortunate, for he agreed so easily. He did? Ven, don't be fooled! Aqua! Tara would never do that. You know that as well as I do. Yeah. Ah, the truth can be most cruel, even amongst the closest of friends. After all, one never knows the secrets of another's heart. I'm sure you'll agree, Ventus. Aqua. The Master sent me. Huh? Ven, let's go home. But Tara... Tara's not ready to leave yet. Sorry, Aqua, but I can't go with you. What? It's just, I have to find him before it's too late. Ven! I see you too wield a Keyblade. How do you know about the Keyblade? A source of power, a key that opens the hearts of men, of entire worlds, and allows one to obtain anything and everything. Such a power I find most fascinating. So, Tara, he really? Yes. Now, my dear, would you like to assist me as well? Oh Gott, hat sie lange Finger. Never! I see. Xehanort was right. You are a most stubborn girl. Master Xehanort, how do you... It seems you need time to consider my offer. Fortunately, I have the perfect place. Oh Mann. Du mich jetzt reicht der Schatten gemacht? Natürlich muss jetzt mein Antivirenprogramm aufbauen. Ja. Hi. Who are you? My name is Aqua. It looks like I was caught in a trap. Why are you here? To prevent me from breaking her evil curse, I was to meet the most beautiful girl at a cottage in the glen. But now my true love lies in an eternal slumber, and only I can break the spell. Schon wieder. War nicht in der letzten Folge? Is what you said true? Yes. Maleficent told me. Oh, Prince Philip, it's you. Now, Philip, the road to true love may be barred by many more dangers, which you alone will have to face. I'm going with you. There's something I need to know, and Maleficent has the answer. Yes, of course, dear. Now come along. We must hurry to Aurora. Irgendwie stolpert sie über jeden Prinzen, kann das sein? Und immer müssen die irgendwelche schlafenden Frauen irgendwie aufwecken. Das ist doch komisch, oder? So, ja.
freue ich mich schon, wenn die Dinger hier sehr viel schneller hochleveln, die ganzen Befehle. Ein, zwei Kämpfe oder so am Ende von Ventus Story war das immer. Das dauert das noch ewig. Hi. Hi. Boah. Warte mal, hab ich jetzt eigentlich Dingens? Seifenwesen ist immer noch Level 4. Ist immer noch Geld muss ich haben und Brot. Ich glaube, ich muss dafür diesen Feuerstil irgendwie lernen. Mit Eis durchbohrt. Wow. Dein Kumpel hat mich angegriffen, ich muss dich töten. Bevor ihr guckt, jemand guckt euch schief an, die geht auf den seinen Kollegen los. Da sind noch Gegner, glaube ich, da oben irgendwo. Da komme ich ja nicht hin. Mein Aqua hat zwar lange Beine, aber so kann sie auch nicht springen. So hat Schwert und den Schild er. Oh, oh. Oh, also, für eine Armee sein, mal Fitz, ehrlich. Meine Armee im ersten Teil schon ein bisschen furchteinflößend. Aber egal, das ist ja in der Vergangenheit hier. Kaum zu glauben, dass er 10 Jahre vor Kingdom Hearts ist, ne? Na gut, kommt er. Warte auf die Phrase, dann geht es auf die Phrase. Kann kein Dings einsetzen. Oh Gott. Oh nein, Prinz Philipp ist tot. Er besiegt. Hier steht niemand. Hier sind nur Leute besiegt. Ja, den hinter mir auch, jawohl. Gezeichnet. Wurf. Ah, Magika. Ich wollte schon wieder Zitate sagen. Komme ich denn darauf? Ey. Haben wir so gut im Pfad. Mann. Mensch. Okay. Ah, wir haben Feuer hochgelevelt. Gut. Was haben wir denn hier noch? Gift, keine Ahnung. Ich kann nichts. Ich kann nichts. Wesen muss ich ja nicht durch so ein blödes Labyrinth hier rumrennen. Warte, nein. Oder? Ist natürlich richtig. Weiß ich nicht. Au. Da müsste ich damit Ventus rüberkommen. Nein, ganz ruhig, einfach ganz ruhig. Oh Gott. Weg! So. Am besten wäre jetzt, wenn ich nicht einen von euch irgendwie angreife. Anvisier meine ich. So. Ah. Eisbomb, Mann, war. Oh Gott. Das ist ein Multifokus-Kommando, ich bin mir aber nicht sicher. Könnte auch eine Fähigkeit sein. Ein Dings Magie oder so. Also Fähigkeit mit Trotzkopf und also was fällt mir gerade ein. Überlebe ich nicht lange. So, Combo Plus ausgezeichnet. Riesige Eiskristall erscheint unter Gegnern. Schleunen sie nach oben. Ah ja. Oh ja.
Ich weiß ganz genau, was das ist. War verdammter Dreck. Nee, erstmal warte. Dings voll, glaube ich. Das hat mein Donnerwetter. Gut, Seifenblasen Angriff ist glaube ich nicht so stark. Gut. Schätze haben wir jetzt bis auf den Sticker, glaube ich, alles. Bald. Komm da hin. Oh, eine Kerker, was? So, nee. Also immer Kampf und Sieg, wenn wir gegen Carlo gekämpft haben in dem zweiten Teil. Da ist hier irgendwo noch was. Wie alt ist eigentlich Aqua? Oder wie jung ist eigentlich Aqua? Oder Terra und Ventus? Ventus könnte ich mir so alt wie ja Roxas oder Sora alt vorstellen. So 14, 15 ungefähr. Ist da auch runterfallen? Aber wie alt sind Terra und Aqua? Wir sind die einfach nur groß gewachsen. Oder ist einfach Ventus nur klein gewachsen? Ich zusammen mit Prinz Philipp das Tor und entkomme. Ich dachte, der steht da noch. Entkomme aus dem Schloss. Und ihr denn? Also, er kommt noch nicht mal zu meinen Knien. Irgendwie, ihr seid irgendwie. Aua. Eine Herausforderung für mich. Ja, Mann. Warte mal. Treff ich dich? Verdammt, Sache mit nach oben. Ach man, warum bist du denn schon wieder tot? Willst du eine Prinzessin hier nicht retten oder was? Oh. Ich weiß, was ich noch mal machen muss. Einfach die Gegner erstmal erledigen. Alter, wie weit schießt ihr? Ich kann mich mal angreifen, ehrlich. Oh, Magnet und das ist nicht schlecht. Oh man, der ist schon wieder tot. Ich glaube, er tut ein paar Sekunden nur ein Nickerchen machen, dann geht es ihm wieder gut. Okay. Geil. Na, was geht? Offen mit Sachen nach uns zu werfen. Und er gehört dir, Prinz Philipp. Ja, wenn man mit Ventus nämlich zurück in diese Welt kommt, sind die ganzen Dinger hier kaputt. Also man kann dann da hochlaufen, springen. Die Dinger waren vorher noch ganz mit Ventus. Ein. Doch ein bisschen länger die Welt. Ja, wir sind so gut im Schritt. Da sind wir glaube ich noch. Im Schnitt meine ich. Schritt. Gut im Schritt. Ja. Und zack. One-Hit-Kill. Was zu nennen. Mit R2 und das kann man ja auch noch machen, ne? Ich bin die ganze Zeit oben und unten beim Steuerkreuz. Da werde ich mich sowieso erstmal gewöhnen müssen. Ja, mal schauen. Da kommt denn noch jemand? Boah! Lauf den irgendwie hier mit Sachen zu bewerben.
Er hat voll gegen den Schädel bekommen, da tut auch bestimmt weh. Mein Gott. Hat den Schlag auf die Lady. Bei uns sind gar keine Gegner. Jetzt sind die da. Das war das Ding abgelaufen, ist geil. Oh Mann. Könnt ihr euch antun, ey. So, weg hier. Sportsmann der Alten ausgezeichnet. Also gerade wo ich da lande, geht das natürlich wieder nicht. So, her damit, Magias. Was habe ich hier? Eisra. Da muss ich meinen stärksten Angriff hier rausnehmen. Ich Eisra mit irgendwas. Ich kann hier gar nichts verbinden. Was soll das eigentlich? Ach. Wach. Ah, Gott. Warte mal, Kombo Plus, ne? Statt wegmachen. Bams. Und Sportfreund. Boah. Da macht sie auch so einen komischen. Ja, warum machen alle eigentlich so ein Rückwärtssalto? Nicht ein Delfin, aber der aus dem Wasser springt. Ah, Gift ist auch gut ausgezeichnet. Kann ich mit Gift irgendwas machen? Nö. Was? Okay. Brauch noch ein bisschen. Ich hab euch da oben auf, oder? Warum ist da keiner? Mann. Ah, Feuer schon ausgezeichnet. Dann doch ein bisschen lieber. Wolltest du Goldrausch? Ausgezeichnet. Ich aber doch lieber ändern wieder. Ja, irgendwas haben wir ja so kurz vor noch frei, ja, am freigeschalten. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Boah. Da geben wir mal Feuer. Dann kann ich wieder zwei Dinger hier. Zwei Feuers verbinden. Dann mache ich mir ein schönes Feuer. Ich denke schon, hat Multifokus-Kommando gezeigt. Nee, ne? Wieso treffe ich dich beim letzten Schlag nicht? Ein bisschen unspektakulär. Au. Jetzt können wir ja Level Ups. Vielleicht mal die Dinge hier einsetzen, ich vergesse das andauernd. Das war Verschwendung, die hier nicht aufzuleveln. Weil meine Dinger, ich bekomme so oder so Level. Und die Befehle tun sich auch nach und nach aufleveln, also. Ist ja eigentlich kein Grund, die Dinger nicht einzusetzen. Irgendwie habe ich die Hälfte davon ja gar nicht gezeigt. Ventus. Keine Gegner, okay, toll, ist schon wieder verschwendet gewesen. Oh. Und meine rechte Hand ist eingeschlafen, da darf das nicht wahr sein. Die Musik hier, ne? So trübe, so traurig. Ich gehe euch auf die Fresse. Meinen letzten Angriff scheint mich nicht zu treffen. Was ist das? Aber hier Schutz haben wir. Er sagt mir, ich kann damit irgendwas machen. Das gibt's halt einfach nicht. Aber ich muss mir ein paar Kommandos kaufen und hochleveln nächstes Mal. Ja, wenn ich das hier. Ich glaube nicht, dass ich zwei Vitas brauche. Natürlich Oskin hochleveln wahrscheinlich. Mal schauen. Ja, schon mal vor, dass ich Sportsmann ein bisschen überspringen kann. Schon Luxus, was ich hier mache. Ist er nicht gerade jetzt ausgerüstet?
Ich habe die Angewohnheit, immer nach und Angriff erst abzuwehren. So, jetzt haben wir, ne? Magnet. Wenn ich Magnet jetzt nicht mit irgendwas verbinden kann, danke. Was? Also, okay. Ja, Feuer und Dingens, Zeitkristall, Magias, bitte. Magias. Magias. Das ist erstmal oberste Priorität hier. Halt Magnet. Kann ich Magnet mit irgendwas verbinden? Nö. Unbedingt ein paar neue Kommandos. Feuersturmlauf, hallo. Ich den denn er seit bekommen. War mich schon so auf Kingdom Hearts 3. Wo es wieder das traditionelle Kampfsystem gibt. Und so schlimm ist das von Birth by Sleep eigentlich nicht, oder von Dream Not Distance. Ich bin mir auf Kämpfe ausgelegt. Boah, nee, ne. Was ist das? Uff. Das war von meinem zukünftiges Chicken McNugget. Sind einfach nur da, um aus der Reichweite zu sein. Kotzt mich so an. Greifen ja nicht mal an, die sind einfach nur aus der Reichweite. Gift. Nö. Weil ich wandere ja die ganze Zeit vom Menü zum Menü, aber da muss man halt machen. Das ist ein Rollenspiel halt, ne? Da muss man halt viel Textarbeit und so machen. Ja. Oh. Super tragen. Boah, Blumensticker. Oh, schön. Ah, schön. Dann müssen wir jetzt ja eigentlich am Ende sein. A forest of thorns shall be your tomb. Wound round the castle in a bower of doom. Nein, bitte nicht. Maleficent, what did Master Xehanort tell you? Such a pity, child, that you don't have Terra's gift for obedience. Nor can you see how easy it was for him. Terra would never do anything to help you. Quite the contrary. He fully embraced the darkness within himself. Stop lying! See for yourself all the powers of hell! Ei, ei, ei. Ah, mein absoluter Lieblingsmonster aus dem ersten Teil. Zum Glück ist der Gegner hier ein bisschen einfacher. Das ist ja, weiß nicht, der dritte Boss, den wir bekämpfen. Siehe, mal 14 Drachen geschützt, zusammen mit Prinz Philipp. Was hier? What? Au. Ah. Du schaffst das schon, Prinz Philipp. Glaub voll an dich. Ja, ob das jetzt gut war. Oh Gott. Lass mich kurz mal chillen. Nein, das war gerade fertig. Das darf doch nicht machen. Nochmal. Das dauert halt nicht so lange, bis die Kämpfe wieder laden. So, ja, ich habe auch einen Fehler gemacht. Ich weiß es jetzt. Vollkommen vergessen, wie der Kampf hier nochmal läuft. Hör doch mal auf damit! Der Kampf beginnt gerade erst. Kannst du nicht direkt hier mit so einem blöden Ding hier anfangen.
Was denn? Aber man muss sich hinter ihn stellen, um nicht vor dem Feuer zu schützen. Nee, ist eigentlich eine richtig gute Mechanik hier in dem Spiel. In dem Kampf. Boah. Ich glaube, er warnt mich, bevor er sie den Angriff macht, ne? Jetzt wisst ihr, warum wir die Wände kaputt gemacht haben, ne? Damit sich das, damit wir uns hier auf den Kampf vorbereiten können. So, und ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber so wie sie sich bewegt beim Fliegen, bin ich, weiß ich nicht, unnatürlich. Ich glaube ja irgendwie nicht, dass sie am Fliegen ist. Hi. Schöne Aussicht von hier oben. Was ist das? Folgt dir einfach. Du weißt ja, wie es hier lang geht, oder? Das darf doch nicht wahr sein. Bleib gefälligst hier, wenn ich das mache. Zeig mal. Zack. So, mit dem Abschluss abgeschlossen. So soll es sein. Ausgezeichnet. Also ein epischer Kampf. Oh, ein Schwert, am besten nicht werf es. Boah. Ja, das würde ich aber mit einer Knarre verprügeln wollen. Boah. Mache ich nächstes Mal ein Fallout. Ja, gut. Auch ein sehr guter Kampf, finde ich. Für einen Storykampf. Storykampf. Storykämpfe sowieso, aber fein nicht, sag mal, Kingdom Hearts Kampf, sondern Disney Kampf. It's the power of true love that defeated you. I will not be defeated by something as insignificant as love. You don't even know the first thing about it. You're too clouded by darkness to see that there's something greater. Try all you want. But you'll never defeat a heart filled with light. Perhaps. But remember one thing. As long as there is light, there will be darkness. And in time, many more will be drawn to it. Then they will all belong to me! Ach, ob sowas irgendwann passieren könnte. You better stay strong for me. Bestimmt nur leere Drohungen, die sie mal fehlgestellt. Das müsste aus welchen Attacken Magie wert. Warte mal, es hat erste Schlüsselschwert bekommen. Ich glaube nicht, dass das so gut ist. Bei Ventus jedenfalls. Ich glaube, es hat gute Magiewerte. Mal schauen. Ja, wir cruisen mal so durch die Welten. Was ist denn das? Terra. Where is he going? Besten folgen wir dem mal.
Was kann schon Schlimmes passieren? Aber wo geht er hin? Das weiß ich jetzt echt nicht. Geht er in irgendeine Zwischenwelt oder so? Oder treffen wir uns schon in Radiant Garden? Okay, wir gehen nach Radiant Garden als nächstes. Gut, dann kann ich ja hier den Part beenden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like und einen Kommentar hinterlassen und ein Abo, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht in Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.